Wort ist die Frau Abgeordnete Cornelia Ecker. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Minister, Hohes Haus. Also eines muss klargestellt werden, die Opposition hat recht, aber sie liegt auch zugleich völlig falsch. Richtig liegt die Opposition, wenn sie Dinge einmahnt, die in Österreich verbessert gehören. Und falsch, und da möchte ich replizieren auf meinen Vorredner, den Herrn Temmessel, der leider nicht im Saal ist, falsch ist es, der Regierung Dinge vorzuwerfen, die gerade in Arbeit sind. Da sage ich heute, denn was beschließen wir heute? Ein Gesetz zur Harmonisierung zum Abbau von bürokratischen Auflagen durch das Elektrotechnikgesetz. Und auch die Frau Abgeordnete Lichtenegger bringt in einem aktuellen Antrag ein, den Wunsch und bringt das auch zum Ausdruck, dass die Überregulierung durch Normen eingebremst werden sollen. Nur das passiert derzeit. Das passiert derzeit und die SPÖ macht das auch mit Nachdruck. Wenn Sie schon einfordern und Dinge fordern eben, dann sollten Sie nachrecherchieren, was genau passiert und dass wir da schon auf gutem Grund schon intensiv auch dran sind. Ja? Ich nehme das jedoch als Kompliment dar, denn die Opposition muss ja immer anecken und kritisieren. Nur wenn schon Sachen passieren auf Regierungsebene, dann sollte man hier nicht das alles schlecht reden. Wir bringen Dinge ein, neue Dinge ein, wie die Steuerreform, die allen Menschen in diesem Land was bringt, den Menschen mehr Geld im Börsal und den Unternehmen auch, durch diese vermehrte Kaufkraft, und das finde ich gut. Man kann jetzt jeden hier das Blaue vom Himmel versprechen. Nur unser Finanzminister hat es uns heute schon dargelegt. Er hat das Parlament und die Regierung verglichen mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Hier wird zusammengespielt, hier wird zusammengeholfen, an einem Strang gezogen. Und hierzu lade ich Sie auch ein, um erfolgreich zu sein. Helfen Sie doch mit zur Veränderung. Das wäre doch die bessere Alternative. Vielen Dank.